mal so wegträumen. Einen Raum zum Wegträumen lassen. Ist doch herrlich. Ich tauche in die Fantasien anderer Menschen ein, wie die Sachen sehen. Es ist wichtig, dass es diese Orte gibt und dass es diese Orte des Austauschs gibt. Und deswegen, lang lebe das Kino. Am 12. Mai wird der Deutsche Filmpreis verliehen, der auch unter dem Namen Lola bekannt ist. Im Rahmen des Pressetages haben wir viele der Nominierten zum Interview getroffen. Albrecht, was würdest du denn sagen, warum ist Kino generell wichtig? Das ist einer der wenigen Orte, wo ich mich mit Menschen in ein Kino setze, die ich nicht kenne und subjektiv etwas anschaue. Und es gibt aber ganz objektive Gemeinsamkeiten, die entstehen können mit Menschen, die mir vorher gar nicht, also die mir fremd waren erstmal. Das finde ich irgendwie total schön. Also wo gibt es diese Orte noch, wo man mal wirklich 3 Stunden am Stück nicht mit seinem Handy oder so ist? So wenige, außer die Natur und die Partner und die Freunde fallen mir so in diesem öffentlichen Leben, wo man sich treffen kann, außer die Kirche, jetzt im Moment gar nicht so viele ein. So. Und das finde ich, mal so wegträumen. Einen Raum zum Wegträumen lassen. Ist doch herrlich. Ich finde, es ist ein einzigartiger Ort. Ich finde die Verabredung wahnsinnig schön, dass man Geld bezahlt, um sich in einen Raum zu setzen und mit tatsächlich zum Teil wildfremden Menschen einen Film schaut, finde ich einzigartig. Menschen gucken gerne Filme, das ist die, ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen, wie ein Maler, aber man formt zusammen in einem Team etwas, was Menschen wahrnehmen und ist Teil unserer Kultur. Das ist eine Möglichkeit, uns auszudrücken, was uns prägt. Das haben wir auch mit unserem Film versucht zu tun und insofern ist es Kultur. Und wir können das auch, diese Geschichte in andere Länder tragen und damit auch unsere Kultur weitertragen. Das ist einfach der Raum, wo elementare Menschengeschichten erzählt werden. Und genauso wie in Carolines Film auch, die in Form einer Komödie die großen Lebensfragen verhandelt. Ich glaube, dass Film als so ein Zwischending zwischen Unterhaltung, Kunst, Kommerz, ein ganz breites Publikum ansprechen kann. Kino ist einfach mit nichts so richtig zu vergleichen, ja, weil auch ich sitze natürlich selbstverständlich manchmal auf dem Sofa und genieße das durchaus auch für mich alleine irgendwas anzusehen, aber dieses Gefühl im Kino zu sitzen und auf der großen Leinwand eine Geschichte mitzuerleben, ja, und auch dieses Gefühl natürlich mit dem Publikum zusammen das genießen zu können, das ist einfach was Einmaliges. Was ums Geschichten erzählen geht, es geht ums Träumen, es geht darum, dass man Ideale schafft, hervorhebt, dass man träumt, dass man in Zeiten wie diesen sozusagen eine Aussicht schafft, wie man leben kann, wovon man träumen kann, und dafür ist unsere Branche da. Für mich würde es ohne Film überhaupt nicht funktionieren, das ist mir so wichtig, also ich glaube, ich konsumiere Filme oder Serien oder fast jeden Tag und das stellt vieles in Frage, ich lerne wahnsinnig viel und deswegen tauche in die Fantasien anderer Menschen ein, wie die Sachen sehen oder ich weiß nicht, also ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Medium und ich liebe einfach den Film. Weil Kino einer der letzten Rückzugsorte ist, wo man sich in einen dunklen Raum begibt und im Grunde wie noch in Urzeiten einem Lagerfeuer zugucken kann. Weißt du, Kino hat was Archaisches. Kino ist der Raum, der mir gelassen wird, um mir den Rest auszumalen. Kino ist im Grunde mein Interpretationsraum. Es ist der Raum, wo ich mich verführen lasse, wo ich mich wegbringen lasse in andere Welten, weißt du? Und das ist, glaube ich, wichtig. Es ist wichtig, dass es diese Orte gibt und dass es diese Orte des Austauschs gibt. Und deswegen, lang lebe das Kino. Was würdest du sagen, wie hat sich vielleicht generell so das Kino innerhalb der letzten 5 Jahre entwickelt? Was hat sich getan? Ich glaube, man spürt in den Filmen schon auch die Zeit und die Themen, die uns alle beschäftigen. Ja? Ich glaube, dass in puncto Diversität, in puncto Direktheit vielleicht auch einiges passiert ist und auch weiterhin passieren wird. Erstmal sind wir eine sehr große Industrie, eine sehr große Branche. Wir haben unglaublich
talentierte Menschen, die in unserer Branche arbeiten. Das sieht man hier bei uns im Land und auf der ganzen Welt. Und es passiert gerade eine große Umwälzung, weil die ganzen Streamer reingekommen sind, Gott sei Dank, viel Ideen mitgebracht haben. Es vermischt sich, gleich kommt immer auch näher Kino, Streamer. Viele Kinofilme werden später bei Streamern gezeigt. Gott sei Dank auch, weil man da sozusagen nochmal viele Zuschauer gewinnen kann. Was ich toll finde, ist, dass ich sehe, dass in den letzten Jahren mehr Frauen anfangen, die Geschichten zu erzählen. Und da ist... Das finde ich ganz toll, weil das nochmal ein ganz besonderer Blick ist. Und ohne diesen spezifisch weiblichen Blick auch, glaube ich, wäre so eine differenzierte Frauenrolle, wie ich sie gespielt habe, gar nicht möglich gewesen. Weil zu sehen, dass in einem Menschen die Täterin ist, aber auch das Opfer, da braucht man schon einen bestimmten Blick drauf. Ich hoffe einfach immer, dass wir uns weiter die Sachen trauen. Und dass wir zum Beispiel Kinos weiterhin dafür sorgen, dass das ein attraktiver Ort der Begegnung wird. Auch außerhalb, dass da nicht nur so ein schwarzer Raum ist, wo dann das Licht irgendwann an und wieder ausgeht oder andersrum, sondern wo davor, keine Ahnung, ein Café ist oder eine Bar, wo ich vielleicht durch Zufall dann in einen Film gehe, weil ich sehe, boah, hier ist aber ein guter Film oder der interessiert mich, kenne ich gar nicht. Und wo ich mich danach und davor austauschen kann. Also so ein bisschen mehr, ja, das ist ein bisschen mehr ineinander greift. Ich finde, es herrscht ein deutsches Filmbashing, was ich nicht ganz gerechtfertigt finde. Und ich finde, es gibt immer wieder wirklich ganz fantastische deutsche Filme, ob Systemsprenger, ob Toni Erdmann, ob Im Westen nichts Neues, wie dieses Jahr. Und ich glaube, die Leute machen es sich zu einfach und sagen, ah, deutscher Film ist scheiße. Das ist so nicht. Das ist wirklich so nicht, weil ich bin drin und ich kenne die Leute und ich kenne die Köpfe, die dahinter stecken. Und das sind wirklich ganz fantastische, kreative Leute, die eben unter anderem international auch ihre Aufmerksamkeit bekommen, wie zum Beispiel Edward Berger, der jetzt einen Oscar bekam. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Schafft so ein Film wie Im Westen nichts Neues durch diese nationale und internationale Aufmerksamkeit oder trägt er dann dazu bei, dass vielleicht auch das Image und der Ruf des deutschen Films sich bessert? Das weiß ich nicht, ob der Film das alleine schultern kann. Ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen in den USA oder in England oder überall einfach mit offeneren Armen auf deutsche Filme kommen. Der hatte nicht so einen guten Ruf. Und ich glaube schon, dass das vielleicht auch ein kleines Stück dazu beigetragen hat. Und wenn wir alle davon profitieren können, dann fände ich das großartig. Natürlich haben wir mit unserem Film eine ganz große internationale Aufmerksamkeit. Was das wirklich bedeutet oder wie das einzuordnen ist, dafür bin ich viel zu nah dran. Sag mal, die gesellschaftliche Relevanz von Filmen in vielen anderen Ländern deutlich klarer gesehen wird. Also Frankreich, Skandinavien, England, USA sowieso. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, ist das manchmal nicht so der Fall. Also da wird eine gesellschaftliche Relevanz von französischem oder englischem Kino durchaus akzeptiert, aber vom deutschen Film selber eher nicht. Und das wäre natürlich schön, wenn sich das in der Wahrnehmung ändert. Und ich glaube auch, dass das einen positiven Einfluss hätte auf die Art und Weise, wie Filme entstehen und auch auf eine Qualität und Mut von Filmschaffenden. Was bedeutet es dir, dass du jetzt für diesen großartigen Film Das Lehrerzimmer als beste Hauptdarstellerin nominiert bist? Ich freue mich wahnsinnig, vor allem, weil wir in 7 Kategorien nominiert sind. Ich habe schon mal erzählt, es gibt dieses Format Lola Talks und darin haben wir die nominierten Parteien über 10 Minuten vom Lehrerzimmer gesprochen und wir haben nach diesem Zoom-Gespräch, das aufgezeichnet wurde, uns danach nochmal getroffen in einem anderen Zoom-Hangout-Space und dann nochmal 1,5 Stunden miteinander gesprochen und es ist einfach so schön, weil es so... Ich wirklich das Gefühl habe, ich bin mit Freunden nominiert. Das klingt ein bisschen platt, aber das ist das eine. Und das andere ist, dass Sandra Hüller natürlich eine meiner absoluten Heldinnen ist und schon immer war. Und das ist ein bisschen krass. Und auch Sah Amir Ibrahimi, eine Frau ist, die ich unglaublich bewundere. Von daher, ja, sehr schön. Being in this spotlight, you know, it's not about competition, it's not about awards. And I just feel grateful to be in this... For Holly Spider to be in spotlight, because then, you know, people, they don't have to forget about Iran. We need them to hear us, to see us, and to see the truth about Iran. And this is, yes, brutal, but this is the reality, this is the truth, and
it's good that we are able to share it. Ach, ich bin total glücklich. Die Rolle hat mir sehr unglaublich viel Spaß gemacht zu spielen. Es war eine große Herausforderung. Christopher Roth, der Regisseur, hat mich glücklicherweise besetzt und dann kam vieles zusammen, was funktioniert hat und ich habe eine große Freiheit gehabt und jetzt bin ich einfach nur glücklich. Ganz viel bedeutet es mir. Also erstmal als Würdigung aus der Branche, dass die Arbeit so gewürdigt wird und gesehen wird. Und dann besonders für den Film, weil der mir auch so viel bedeutet. Also die Arbeit mit Elrun Götte und dieses Thema der DDR, dieses Land auch nochmal ganz anders zu zeigen in einem Film und besonders auch die Rolle, die mir sehr am Herzen liegt. Was bedeutet es dir jetzt persönlich, dass du ja sowohl für die beste Regie als auch für das beste Drehbuch nominiert bist? Ja, das ist natürlich Wahnsinn, weil die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammen dort nominiert ist, das sind einfach fantastische Werke und sich unter so tollen, klugen, kreativen Köpfen nehmen zu dürfen, ist eine Ehre. Und dass unser Film jetzt auch von der Akademie gesehen wird, ja, also was kann man sich mehr wünschen? 14 BAFTA-Nominierungen, 7 Prämierungen, 9 Oscar-Nominierungen, 4 Prämierungen, jetzt 12 Nominierungen beim Deutschen Filmpreis. Was bedeutet Ihnen das persönlich? Ja, das bedeutet was ganz Besonderes, weil es eben hier zu Hause ist, sozusagen. Ich bin Mitglied der Filmakademie, genauso wie alle anderen Filmschaffenden, mit denen wir diesen Film zusammen gemacht haben. Und diese Wertschätzung und diese Nominierung zu Hause zu erfahren, das ist wirklich was ganz besonders Tolles. Ja, im Grunde geht es nicht um die Nominierung, ist klar, sondern es geht darum, dass wir eine Reise gemacht haben mit einem tollen Team an Freunden und wir das auch alles gemeinsam erleben. Das finde ich das Schönste. Wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre alleine gewesen in Los Angeles mit Malte Grunert, meinem Produzenten, dann wäre das auch alles ein bisschen traurig gewesen. Und so konnten wir alle zusammen feiern und das bedeutet mir eigentlich am meisten. Es ist eine unfassbare Ehre, weil ich, also das ist ja das erste Mal, dass ich hier vor der Kamera stand mit Im Westen nichts Neues und diese ganze Reise von den Globes über die BAFTAs zu den Oscars und jetzt bis quasi nach Hause zum Deutschen Filmpreis und da als bester Hauptdarsteller nominiert zu sein, ist für mich so eine Krönung. Da freue ich mich einfach riesig. Das ist deine vierte Lola-Nominierung. Bei den anderen drei Nominierungen hast du gewonnen. So, was bedeutet es dir jetzt, ein weiteres Mal nominiert zu sein? Naja, das ist natürlich irre. Da fehlen mir, das kann ich gar nicht beschreiben, also da fehlen mir ja auch Worte für. Das macht ja auch Sinn, weil es eine Wahnsinnsgeschichte ist, Wahnsinns-Kollegen, Kolleginnen in jedem Department, dann kommt halt sowas bei raus. Dann kann ich halt alles geben und dann kann ich mich komplett fallen lassen. Gibt es dieses Jahr bei den nominierten Filmen irgendwelche Schwerpunkte oder Tendenzen? Naja, es ist ein besonderes Jahr, weil wir einen Film dabei haben, der wahnsinnig oft nominiert ist und mehrere Oscars gewonnen hat, was bislang ja noch nie der Fall war. Von daher, ohne jetzt irgendwas vorgreifen zu können, weil es ist ja noch gar nicht gewählt und ich weiß es natürlich auch nicht, ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass Im Westen nichts Neues schon eine Rolle spielen wird beim Deutschen Filmpreis. Und ich glaube, das ist für uns alle natürlich toll, dass so ein Film so eine Sichtbarkeit hat. Ansonsten finde ich, dass die nominierten Filme ziemlich gut so ein Spektrum abbilden und so eine Bandbreite abbilden, die der deutsche Film einfach hat. Und von kleinen persönlichen Filmen über große Kriegsdramen, über moderne, harte Filme. Also es ist wirklich toll. Ja? Und der Deutsche Filmpreis soll so das Schaulaufen des deutschen Films sein. Und das, finde ich, ist er dieses Jahr auch. Genau, und gerade wenn man jetzt so einen Film wie Im Westen nichts Neues hat, der ja sowohl national als auch international eine riesige Aufmerksamkeit bekommen hat, würdest du sagen, dass der auch dazu beiträgt, so das Image oder den Ruf des deutschen Films aufzuwerten? Also auf jeden Fall. Und wenn man jetzt guckt, es gab ja einige deutsche Filme, die international, also schon Jahre her, aber Das Leben der Anderen, das war ein Moment, wo alle gesagt haben, hey, da werden tolle Sachen gemacht in Deutschland. Ich glaube, das ist wieder so ein Moment und man sieht es ja, so viele Nominierte, das heißt, das wurde von Deutschen gemacht. Ja? Man sieht, welches Talent in diesem Land, in der Filmszene steckt und dass, ja, wenn der richtige Stoff da ist, wenn die richtigen Bedingungen da sind, dann entstehen tolle Sachen.